Hallo liebe LiveNet Talk Community. Heute ist es einmal etwas anders, als ihr es vielleicht gewohnt seid. Ich mache nämlich nur einen kurzen Start mit euch. Es ist nämlich Zeit für eine Empfehlung zu einem anderen Videoformat, das wir von LiveNet her unterstützen. Zusammen mit der Jugendallianz geben wir regelmässig so Brave Be Live Videos raus. Jael Binkeli tut das auch moderieren. Und heute habe ich gedacht, ich würde gerne eines von diesen Videos noch besonders ans Herz legen. Und das ist zum Thema Worship. Und ihr werdet in diesem nächsten Video ganz viele spannende Sachen lernen von zwei Worship-Leitern in der Schweiz. Prägende Stimmen in dieser ganzen Szene. Das eine ist der Nino Künzi, er ist Co-Leiter vom Gebetshaus Thun, Worship-Leiter im Bless Thun und hat auch im Praise Camp dort den Worship geleitet. Und das andere, der Dan Zeltner, eine prägende Stimme in der Worship-Szene schon seit Jahren. Und es lohnt sich, dort hier reinzuhören und einmal bei diesem Brave Be Life wirklich ein Ohr voll zu nehmen. Nicht, ob man jetzt ganz jung ist und ein Worshipper oder nicht. Man lernt nämlich ganz spannende Sachen auch sonst, zum, was es heisst, Lobpreis zu leben. Da sagen sie zum Beispiel, dass es einen Zusammenhang hat mit dem Johannes der Täufer. Hä, warum jetzt das? Mit Chorsam hat es zu tun. Sie reden darüber, wie entsteht der Song. Und was ich ganz cool gefunden habe, da bin ich wieder zurück bei der Empfehlung, die ich heute gebe im LiveNet Talk, dass zum Beispiel der Dan Zeltner klar sagt, Lobpreise, so wie das die ersten Christen gemacht haben, sie haben eigentlich immer damit auch eine Empfehlung abgegeben für den Gott, den sie ihm dienen wollen. Und das gefällt mir so. Sie haben geschwärmt eigentlich von Gott. Das ist Lobpreis. Aber jetzt habe ich auch genug geschwärmt schon von diesem Video. Ich kann nur noch sagen, hört rein, nehmt euch die Zeit für den Brave Be Life Talk oder das Video, das Jael Binkeli jetzt gerade durchführt. Es lohnt sich. Viel Spass. Video ab. Hey zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Brave Be Life. Vor kurzem bin ich über eine Studie gestolpert von Tobias Feigs, wo er junge Christen über ihr Glaubensleben hat befragt. Und sie haben in dieser Studie gesagt, Generation Lobpreis. In dieser Befragung ist herausgekommen, dass unter anderem die höchste Zustimmung bei der Frage, was der Glaube stärkt, der Lobpreis, respektive der Worship, mit 64% Zustimmung war. In diesem Video möchte ich der Worship-Kultur von heute etwas auf die Spur gehen. Und für das treffe ich zwei Worship-Leiter, die selber Lieder schreiben. Und möchte mit ihnen darüber reden, was Worship für sie ist, wie bei ihnen ein Lied entsteht und wie sie vielleicht auch die Worship-Kultur von heute wahrnehmen und was die Bibel auch zu diesem Thema sagt. Als erstes suche ich Nino in Thun. Er ist Sozialpädagoge in Ausbildung, ist unter anderem aber auch Co-Leiter des Gebetshauses hier in Thun. Er hat auch ein eigenes Label gegründet, Eden Music, und steht immer wieder für das Bless Thun als Worship-Leiter auf der Bühne und hat auch im letztjährigen Praise Center Worship geleitet. Hey Nino! Schön, dich zu sehen. Gleichfalls, merci. Wir sind hier ja an einem interessanten Ort, Nino. Also, wo sind wir hier überhaupt? Ja, wir sind im Gebetshaus Thun. Das ist hier ein Ort, wo wirklich Gebet und Worship wohnt, sozusagen. Mhm. Hier ist unsere Vision, Tag und Nacht irgendwann können Gott anzubeten. Oben haben wir Gebetsräume und unten ist ein Bandraum, wo wir jetzt so gut runtergehen. Ich zeige dir das mal. Ist gut. Hier ist der Bandraum, wo viele Bandproben stattfinden. Zum Beispiel unter anderem für das Bless Thun üben wir hier viel. Und oft viele andere Bandproben finden hier statt. Cool. Ja, was mich natürlich jetzt wundern nimmt, wie entsteht überhaupt bei dir ein Song? Ja, das ist sehr unterschiedlich. Also, ich würde mal sagen, bei allen entsteht der Song immer ein bisschen anders. Bei mir ist es so, dass vielfach so in spontanen Worship-Momenten, ich für mich allein daheim, dass irgendetwas aufpoppt, irgendeine Thematik, wo ich merke, wow, das zum Beispiel vor anderthalb Jahren ist in einem spontanen Worship daheim bei mir so das Gott von den Wunder, wo ich gemerkt habe, wow, in dem steckt irgendetwas. Und aus dem heraus ist dann irgendwie nach und nach ein Song entstanden.
Aber ursprünglich eigentlich aus so einem Worship-Moment, aber dann natürlich auch mit viel Arbeit, noch mit Co-Writing, mit anderen tue ich viel auch, wo das dann auch noch ein andere Perspektiven reinbringt. Genau, aber es gibt auch manchmal Songs, die mega schnell entstehen, irgendwie in einem Moment, wo man in einer halben Stunde wirklich zusammen hat, was man will schreiben oder über was man will schreiben. Was würdest du jetzt denen als Tipp geben, die irgendwie anfangen mit Worship-Songs zu schreiben oder vielleicht ja, die dann auch zu singen? Ich glaube, ich finde es wichtig, dass man eine Vision bekommt, überhaupt für Songs schreiben. Warum will ich Songs schreiben? Will ich einfach Songs schreiben, weil ich cool finde, wenn die Leute meine Songs singen? Mhm. Oder will ich etwas sagen mit diesen Songs? Will ich etwas ausdrücken mit diesen Songs? Aber ein Tipp ist sicher für solche, die eine Vision haben oder die merken, oh, das ist für sie dran. Da brodelt etwas. Ist sicher einfach probieren. Am Anfang so viele Songs geschrieben, die ich nie rausbringen würde, die ich nie würde singen würde, wo man glaub, wieder direkt in die Köder schiessen kann. Aber es braucht es für einen Prozess, einfach auch, zu merken, was für hat, was für hat nicht. Was ist denn für dich ein Worship-Leiter zu sein? Ich glaube, etwas, wo man nicht so sein sollte, einmal, ist glaube, Entertainer. Also, ich bin nicht da, für die Leute zu unterhalten oder für ihnen einen Konsum zu bieten, dass es mega cool tönt oder dass sie sehr voll immer mitschreissen in die Gegenwart. Und gleich ist es, als Leiter bist du wie, sollst du sensibel auch im Geist sein, was passiert im Raum, was geht ab, wo wollen wir her als Worship-Band, wo wollen wir die Leute hernehmen, an welchen Ort. Also der Ort ist immer klar, aber manchmal ist man so in verschiedenen, an verschiedenen Orten, wenn man so verschiedene Leute zusammenkommt. Und ich glaube, als Worship-Leiter ist es wichtig, wie zu merken, hey, wie können wir das irgendwie, wie können wir zusammen in die Gegenwart kommen? Wie geht es, die Mauern zu überwinden und irgendwie Schritt für Schritt in den Thronsaal hineinzukommen? Wir haben oben ja noch weitere Räume, also wir haben noch zwei weitere Gebetsräume, die 46 Stunden pro Woche abgedeckt sind, wo Leute beten können. Im mittleren Stock haben wir so einen grösseren Saal, wo Momente und Donnerstag jeweils eine Session stattfindet, wo wir zusammen worshipen und beten für ein Thema. Gehen wir doch mal raufschauen, wie das so aussieht. Ja, ist gut. Yes. Das ist einer meiner Lieblingsorte im Gebetshaus, weil erstens ist es mega gemütlich hier oben und zweitens kommt man wirklich für einen Grund hierher, für nämlich für das Gebet. Und man sieht, es ist mega vielseitig, man kann wirklich malen, man kann Worship machen, es hat noch Gitarre. Und hier Zeit verbringen ist wirklich etwas vom Schönsten. Jetzt ist für mich natürlich auch noch die Frage, was ist Worship für dich überhaupt? Das ist immer die grosse Frage. So, und auch im Zusammenhang mit Musik. Ja. Viele sagen, ja, Worship ist nicht nur Musik. Und das stimmt natürlich. Worship ist ein Lebensstil. Und das habe ich schon so viel gehört. Aber was steckt eigentlich dahinter? Und für mich ist dort einfach Römer 12 mega massgebend, dass wir unser Leben als lebendiges Opfer hergeben. Und das ist die angemessene Antwort auf seine Liebe. Und das ist eben Anbetung, das ist Worship. Wenn wir alles von uns hergeben, wenn wir wie eben in Geist und Wahrheit anbeten. Wahrheit ist für mich auch, dass ich bin nackt vor Gott. Ich gebe wie alles preis und gebe ihm alles her. Und dort fängt für mich der Worship überhaupt an. Da spielt es keine Rolle, ob wir Musik machen, ob wir singen. Aber ich glaube, gerade im Musik machen oder im Singen, da richten wir unseren Fokus voll auf ihn. Und wenn wir in unseren Umständen auf Jesus schauen, dann werden die Umstände nicht, sie verschwinden nicht einfach, aber sie verlieren ihren Einfluss auf uns. Und ich glaube, das ist das Geheimnis so im Worship, dass wir, wenn wir Gott anbeten, wenn wir ihn ins Zentrum stellen und die Wahrheiten aussprechen, dass wir irgendwie andere Perspektiven bekommen auf unsere Situation, auf die Welt, auf vielleicht Probleme, die wir drin stehen. Mhm. Und ich finde, du hast in deinen Liedern einen Gott anbeten, wo man merkt, du liebst den Gott auch wirklich. Und für mich, oder mir stellt sich die Frage, was findest du, was wird für ein Gottesbild in der heutigen Worship-Kultur auch ein bisschen zeigt? Oder vielleicht zu viel zeigt, aber vielleicht auch ein bisschen zu wenig zeigt. Ja. Ich glaube, was wir ein bisschen verloren haben in der heutigen Zeit, ist so das andächtig sein auch vor Gott, das Gott als Gott erkennen. Ich meine, niemand würde sagen, Gott ist nicht Gott. Aber so viel tun wir in unseren Umständen
verlassen wir uns nicht ganz auf ihn, dass er wirklich Gott ist. Und das ist für mich so ein wichtiger Satz geworden, dass wir sagen, Gott ist Gott und ich bin es nicht. Weil das verändert alles. Dann können wir auch sagen, Gott ist ein guter Gott. Auch wenn die Situation nicht immer so aussieht, als wäre es wirklich gut. Aber wir bestimmen nicht, was gut ist, sondern er hat gute Pläne für uns. Und wenn wir das von Anfang glauben, dann verändert es unser Gottesbild. Und ich glaube, dort sind wir in einem Wandel, aber ich glaube, das wünschen wir einfach noch mehr, dass wir den Gott einfach anbeten für das, was er ist und nicht nur für das, was er tut. Weil es einfach sein Wesen ist, das würdig ist, angebetet zu werden. Was würdest du jetzt diesen Leuten sagen? Ich meine, die kennen wir alle. Oder es gibt die auch, die nicht gerne singen. Mhm. Oder wir haben auch schon Leute gesagt, ich singe nicht gerne. Und jetzt hast du die Worship-Zeiten, die fest im Gottesdienst oder an sonstigen Events sind. Was würdest du jetzt denen sagen, wie sie die Zeit können nutzen können, wenn sie jetzt aber nicht gerne singen? Ja. Ich verstehe das mega gut. Weil manchmal ist es noch lustig, weil ich habe recht eine laute Stimme. Ja. Wenn ich manchmal in einem Gottesdienst bin oder so, wo die Leute nicht so mitsingen, dann bin ich sehr exponiert, auch wenn ich nicht auf der Bühne stehe. Und dann bin ich manchmal auch nicht dafür, so mega Vollgas zu singen. Nein, aber ich verstehe das mega, wenn man nicht gerne singt, wenn man vielleicht auch nicht gut kann singen. Die Frage ist doch mehr, was macht man mit dieser Zeit? Weil Worship ist eine der einzigen Zeiten im Gottesdienst, wo es nicht um uns geht, wo es nicht um die Lehre geht, wo es wie kommen wir weiter, sondern wo es einfach um Jesus, um Gott geht. Und die Zeit kann man auch anders füllen, mit Beten, man kann einfach auch das Eins zu Eins mit Jesus suchen. Vielleicht wäre es auch interessant, was für dich Anbetung bedeutet. Geh dieser Frage mal nach. Wie ist deine Anbetungskultur? Welche Lieder hörst du gern? Wie kommst du in die Tiefe in die Anbetungshaltung zu Gott? Und ermutige dich mega, dem nachzugehen. Hey, merci vielmals, Nino, für dein Herz teilen. Es ist mega spannend zu hören. Also man spürt wirklich auch dein Wollen nahe sein bei Gott, in die Anbetungshaltung, die du möchtest, den Leuten auch mitgeben. Und mir denkt, du bist überhaupt kein Entertainer, sondern ja, man merkt, du hast wirklich die Sehnsucht und möchtest die weitergeben. Ich bin gespannt, wie sich das noch weiterentwickelt. Und merci vielmals für deine Zeit. Sehr gerne, danke. Merci. Ich hocke hier gerade im Tonstudio von jemandem für mich ganz Speziellem. Seit über 10 Jahren gehe ich in die Bewegung Plus in Burgdorf. Das hat früher CLZ geheissen. Und da spielen wir immer wieder regelmässig die Lieder von Dan Zeltner. Weil er hat seine Worship-Karriere sozusagen im CLZ gestartet. Mittlerweile ist er Gemeindeleiter von Equippers Church in Zürich und leitet die Worship Academy. Er hat schon ganz viele Lieder geschrieben. Vielleicht kennst du ein paar wie «Du bist du Verstehung» oder «Wunderbar» oder gerade sein neuestes Lied, Psalm 121. Aus meiner Sicht ist er eine sehr prägende Person aus der Worship-Szene in der Schweiz. Und ich bin sehr gespannt auf einen Austausch mit ihm und freue mich, was er über den Worship zu sagen hat. Hey Dan, es freut mich, dich jetzt mal persönlich kennenzulernen. Weil sonst sehe ich dich immer nur als Namen auf der Leinwand oder in meiner Spotify-Liste. Und darum freue ich mich sehr auf Austausch jetzt mit dir und ein bisschen dein Worshipper-Herz kennenzulernen. Cool. Zuerst, was mich natürlich jetzt wundernimmt, ist, was ist Worship für dich? Ganz schnell zusammengefasst, für mich ist es Heimkommen. Es ist nicht irgendwie etwas, wo ich in die Kirche gehe und Gott suchen, sondern es ist eigentlich wirklich ein Heimkommen in seine Gegenwart, an den Ort, wo ich hergehöre. Und es ist auch der Ort, wo ich wirklich merke, da bin ich daheim. Und da muss ich mich nicht verstellen, da kann ich mehr sein. Und das bedeutet für mich die Gegenwart Gottes. Mhm. Was natürlich jetzt auch spannend wäre, von dir zu hören, ist, wie entsteht überhaupt ein Lied bei dir? Also ich habe viel über Songwriting schon unterrichtet, in der Worship Academy besonders. Aber meistens ist es wirklich kein Kreativprozess. Also ich würde sagen, ich bin eine sehr kreative Person, aber es hat echt nichts mit Kreativität zu tun. Für mich ist es grundsätzlich so wie eine Glaubensreise. Meistens wie so ein Reisebericht von einem Weg, den ich gegangen bin mit Gott, von einem Kapitel, das vielleicht auch Gott mit mir geschrieben hat. Und dann probiere ich es wie zusammenzufassen. Es ist auch eine Verarbeitung von dem, ich sage es immer so, ich werde wie schwanger mit einem Lied. Das ist wie etwas, wo ich meditiere,
Zeugs, das mich beschäftigt. Und irgendeinmal gebärst das Baby. Und es kommt auf die Welt. Und das ist eigentlich meistens so, wie ein Song passiert. Ich sage jetzt mal zu 80%. Und nachher, klar, ist es noch so die Technik, wo du nochmal her sitzt und das machst und an diesen Zielen fielst. Und da gibt es dann schon viel künstlerisches Handwerk. Aber grundsätzlich würde ich sagen, es ist einfach schwanger werden mit etwas. Da würde ich jetzt gerne noch nachfragen, beim Psalm 91, der dann voll im Lockdown ist, also rausgekommen. Ist das jetzt so einer, der mir jetzt darum denkt, das passt voll in die Zeit rein? Voll. Also, das war anfangs Pandemie, niemand wusste genau, was passiert. Und natürlich, also, wenn es einem den Boden unter den Füßen wegzieht, ich versuche immer ins Wort Gottes hineinzugehen und schauen, was die Bibel dazu sagt. Und bin schnell auf den Psalm 91 gekommen und ich habe den eigentlich für mehrere Tage immer wieder gelesen. Ich weiss noch, wir haben am Sonntag vorher auch hier in der Kirche zusammen gebetet. Und eben, ich war schwanger mit dem, es hat mich beschäftigt. Und nachher ist das wirklich eigentlich relativ schnell passiert, dass ich eines Morgens mit der Songidee, oder ich mit so «Du musst dich nicht fürchten», irgendwie so das im Kopf hatte, Gitarre genommen und den Song am gleichen Tag fertig geschrieben. Jetzt ist der Song da und dann spielt man in der Gemeinde. Was würdest du sagen, was ist die Aufgabe von dir als Worship-Leiter? Schau nicht nur einfach ein Lied vor der Gemeinde. Grundsätzlich, ich möchte einen Moment schaffen im Gottesdienst, wo es weniger Menschen hat. Weil wir sind so selbstbewusst. Also wir nehmen uns selber wahr, wir schauen links und rechts, da mache ich ja nichts falsch. Und für mich der Moment, wo Worship passiert, ist nicht einfach, wo wir Lieder singen, sondern der Moment, wo es mir mehr bewusst ist, dass Gott da ist und ich mich weniger ernst nehme in dem Sinn. Mich weniger sehe, sondern wie ihn sehe. Für mich ist mein Lieblingsworship in der Bibel ist Johannes der Täufer. Ich finde den wirklich cool. Und er sagt das Statement nachher in Johannes 3,30. Er muss zunehmen und ich muss abnehmen. Oder eine andere Übersetzung heisst, er muss grösser werden und ich muss immer kleiner werden. Und das ist für mich der Moment von Worship, ist dort, wo der Switch passiert. Wo ich nicht so wo sich die Welt um mich dreht, sondern wo es um mich geht. Und ich liebe Johannes den Täufer. Also für mich das als Worship-Leiter speziell, das war ist wirklich ein komischer Typ, der war in der Wüste, hat sich da mit einem Kamelhaar Mantel angezogen, fetten Ledergürtel, ein paar Heugümper in Honig getaucht. Ja. Und dann noch in der Wüste rumgeschrauen, wirklich so ihr Schlangenbrut gekehrt um, das Reich Gottes ist nahe. Und er hat mega die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Und ehrlich gesagt, ich versuche als Worship-Leiter die Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen. Von den Leuten. Weil wenn ich die Aufmerksamkeit nicht habe, dann kann ich die Leute auch nicht mit auf den Weg nehmen. Und nachher, eben innerhalb des Set muss der Switch passieren, wo ich dann abnehme, wo ich weniger wichtig bin und eben Gott zunimmt. Also die Bühne ist da, dass ich das mit den Leuten sehe, dass mit den Leuten besser hören und sie mit auf den Weg kann gehen. Und dann den Moment schaffen, wo er grösser ist als mir. Das ist für mich der Moment des Worship. Das finde ich ein spannendes Bild, mit dieser Aufmerksamkeit zu sein, für dann wieder die Aufmerksamkeit Gott zu geben. Der Johannes, an den hätte ich jetzt nicht gedacht, wenn ich die Frage gestellt hätte, was sagt die Bibel über Worship? Also da habe ich wirklich als Letztes gedacht. Darum frage ich dort weiter. Was sagt die Bibel sonst noch über Worship? Ja, natürlich mega viel. Für mich so die höchste Form von Worship, die die Bibel beschreibt, ist wahrscheinlich der Gehorsam und die Treue gegenüber Gott. Und ein gutes Beispiel für mich ist der Abraham. Der braucht eigentlich das Wort auch zum ersten Mal das Wort Worship, braucht, wo er eigentlich auf den Berg gehen musste, um seinen einzigen Sohn, Isaac, zu opfern. Und ich glaube, in unserem Leben gibt es immer wieder die Momente, wo wir einfach Gott gehorsam sein müssen. Und das klingt manchmal so unspektakulär und da braucht es keine Liedchen dazu. Und es ist nicht ganz die Form von Worship, die wir in der Kirche führen. Aber für mich ist das wirklich wahrscheinlich einer der grössten Liebesbeweise, dass wir Gott erstens dienen, dass wir ihm glauben, dass wir ihm vertrauen. Und darum ist das wahrscheinlich die grösste Form von Worship, wie ich es sehe.
Nachher gibt es wahrscheinlich die schönste Form von Worship in der Bibel. Und das ist wirklich in seine Gegenwart gekommen. Weil Gehorsam, das hat nichts mit seiner Gegenwart zu tun. In seine Gegenwart gekommen, das ist ein schönes Beispiel, natürlich der David, der ihn immer wieder gesucht hat. Und ich glaube, das ist die Form, wo wir auch bei uns in den Gottesdiensten wie am meisten pflegen oder das Bild auch brauchen. Wir kommen in seine Gegenwart. Und da ist eine gewisse Intimität möglich. Ja. Es ist ein Beziehungsaspekt möglich. Und das ist halt auch etwas, was man natürlich nicht einfach im Gottesdienst macht, sondern im alltäglichen Leben. Dann gibt es für mich eigentlich die authentischste Form von Lobpreis, ist für mich das, was die erste Gemeinde gemacht hat. Es heisst dort in Apostelgeschichte 2, dass sie haben täglich Gott gelobt. Und es sind nachher auch durch neue Leute dazugekommen. Und das Wort Loben dort ist viel mehr in Verbindung mit Schwärmen. Sie haben über Gott geschwärmt. Und etymologisch ist eigentlich das Wort Loben bei Empfehlen dran. Also sie haben Gott empfohlen. Schau, wenn du ein gutes Restaurant gefunden hast oder einen coolen Film gesehen hast im Kino und jetzt empfiehlst du den weiter und darum gehen andere nachher auch dorthin. Und diese Form von Lob ist, das ist für mich die authentischste, weil du so begeistert bist von Gott, weil du bei ihm etwas gefunden hast. Das ist viel authentischer als das, was wir hier am Sonntag machen, eben die christliche Karaoke, ein paar Liedchen aber singen. Yeah. Sondern wenn du im Alltag mit Leuten redest und über Gott schwärmst, das ist für mich die authentischste Form von Lobpreis. Was wünschst du dir für junge Worshipper, die vielleicht eben gerade vor dem stehen, in ihrer Gemeinde, weil im Worship ihre Anbetung mitzuwirken und mitzuprägen, eine Ermutigung, die du ihnen könntest mitgeben, ja, vielleicht in die Rolle hineinzustehen oder in die Berufung hineinzustehen. Was würdest du ihnen sagen? Fang an zu dienen. Fang an zu dienen. Dort, wo es dir braucht. Die perfekte Gemeinde gibt es einfach nicht. Ich war so oft unzufrieden mit dem, was ich gesehen habe oder was bei uns in der Gemeinde gelaufen ist. Und das war einerseits auch ein Ansporn. Also der Frust in meinem Leben hat eigentlich gezeigt, wo meine grösste Leidenschaft ist. Und das ist für mich eigentlich immer ein Antrieb gewesen, aber dann muss man da aufpassen, dass man nicht aus dem Frust aus Sachen macht, sondern es soll wie ein Kickstart sein und nachher soll die Leidenschaft durchbrechen. Und etwas, was ich gemerkt habe, Gemeindearbeit ist wirklich nicht etwas, was von heute auf morgen passiert, sondern wir reden hier von Jahrzehnten. Wirklich. Und ich bewundere viele Leute in diesem Land, die jahrzehntelang in ihrer Gemeinde gedient haben. Jeden Sonntag zum Teil, fast, weil es zu wenig Leute hat, dran sind. Und ich möchte euch, die dran seid, wirklich einfach ermutigen, dass ihr dran bleibt. Und wenn sich an Motivation fehlt oder wenn die am Sterben ist, dann schauen, dass ihr mit anderen zusammenkommt. Oder eben, wie du schon bei Academy etwas macht, das euch einen neuen Boost gibt. Hey, merci vielmals. Cooles Schlusswort. Die Gespräche mit dem Nino und mit dem Dan habe ich mega inspirierend und ermutigend gefunden. Uns ist, glaube ich, allen bewusst, Worship ist nicht nur einfach Lieder singen wie bei einem Karaoke-Abend, sondern es ist wirklich in die Gegenwart Gottes hineinzukommen und ihn anzubeten. Und das sind wirklich zwei Sachen, die ich mitnehmen möchte, dass Worship Anbetung ist, Gott anzubeten und mehr um ein bisschen zurückzustellen, für ihn zu verherrlichen. Und das Zweite, was ist wichtig geworden, ist wirklich die Gemeinschaft, dass man eben auch zusammen Gott anbetet. Und was hat dich in diesem Video am meisten inspiriert und ermutigt? Schreib es doch mal in die Kommentare. Und wenn du keine neue Folge mehr verpassen willst, abonniere uns am besten auf Instagram oder auf YouTube. Bis zum nächsten Mal.